erstmal. Gut, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich zur ersten Pressekonferenz. Ich darf die Gelegenheit kurz am Schopf verpacken und mich vorstellen. Mein Name ist Joachim Brill. Ich bin der neue Geschäftsführer vom THC. Bin jetzt seit 1.6. und offiziell seit 1.7. im Amt. Werde die Geschicke des THC gemeinsam mit dem Dr. Döring weiter so positiv leiten. Und hoffe, dass wir da dieses Jahr viele Erfolge feiern können, ja, und die in der Vergangenheit positiven und sportlichen Erfolge auch weiter so fortsetzen können. Und ja, das kurz zu meiner Person. Ich komme eigentlich aus dem Profiradsport, habe viele Jahre bei unterschiedlichen Prototeams gearbeitet als technischer Direktor und bin gebürtiger Erfurter, bin 43 Jahre alt und habe jetzt, wie gesagt, die erfreuliche Aufgabe, jetzt den THC in der wirtschaftlichen Beziehung da die Arme greifen zu dürfen. Wenn Sie Fragen haben, oder können Sie das gerne tun. Ansonsten würde ich dann das Wort an den Trainer übergeben und der kann dann zu den sportlichen Belangen und zu den Aussichten und zu den Dingen, die wir jetzt vorhaben, sein Statement geben. Also, Fragen keine? Dann würde ich das Wort an Herbert übergeben. Ja, dann hoffen wir alle auf einen guten Start in die neue Saison. Erstmal herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz für die Saison 2012-2013. Neben mir ist Katrin Engel. Ich denke, ich muss sie nicht extra vorstellen, die wird jeder kennen. Unser Garant für die letzten beiden Meisterschaften. Sie war ja diejenige, die die entscheidenden Tore immer in den Finalspielen gemacht hat. Und da wollen wir hoffen, dass das natürlich genauso weitergeht. Immer wenn so kurz vor Saisonbeginn ist, dann scharren die Mädels in der Regel mit den Hufen, sind ganz ungeduldig. Und man merkt so eine freudige Anspannung, aber auch so eine erwartungsvolle Haltung, was passiert denn? Weil die Karten werden ja dann immer ganz, ganz neu gemischt. Es beginnt eine neue Saison. Man hat 5 neue Spielerinnen, die man integrieren musste. Und alle fangen bei Null an. Man ist sehr gespannt, wie wird sich die Bundesliga präsentieren? Wie wird alles ausschauen? Und darum denke ich, und das ist immer ein Standardsatz, den ich eigentlich vor jedem ersten Punktspiel sage, dass das Allerwichtigste ist, gut in die Saison zu starten. Es ist am Samstag keine schöne Spielerei gefragt, sondern einfach nur ein Sieg, egal wie arbeitsam der ausfällt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal 2 Punkte aufs Habenkonto bekommt, dass man eine Sicherheit hat, dass man das Gefühl hat, diese 9 Wochen langer Vorbereitungszeit sind gut vorüber und man ist gut auf diese neue Bundesliga-Saison vorbereitet. Das heißt, das Ziel fürs Wochenende muss ganz, ganz klar sein, vor heimischem Publikum, und wir freuen uns enorm auf unsere Zuschauer, auf unsere Fans, die ja die Besten der Liga sind, vor heimischem Publikum, wie gesagt, die 2 Punkte zu behalten, überhaupt nichts herzuschenken, am besten gleich ein Zeichen setzen, dass wir da sind, in erster Linie kämpferisch, weil an dem ersten Spieltag ist das der Aspekt, der am meisten gefragt ist. Und dann im Laufe der Zeit wird sicherlich auch der spielerische Aspekt Schritt für Schritt dazukommen. Wir haben 9 harte Wochen hinter uns und es ist alles so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge vonstatten gegangen. Ich denke, wir sind sehr gut aus der freien Zeit zurückgekommen. Die Mannschaft hatte ihre Hausaufgaben sehr gut gemacht. Wir hatten die ersten 4-5 Wochen konditionelle Aspekte im Vordergrund, haben eine sehr gute Grundlage gelegt. Die Mannschaft hat sich in vielen Bereichen nochmal gesteigert. Selbst nach dem ersten Eingangstest, als wir die Leistungsdiagnostik bestimmt haben, hatte der Doktor zu mir gesagt, dass es schon 4-5 Spielerinnen gibt, die eigentlich nur noch leistungserhaltend arbeiten müssen, weil sie eben ganz gut drauf waren. Die Neuen tun sich in der Regel relativ schwer auf der bekannten 12-Kilometer-Strecke und dann doch auch unsere Intervallläufe und die Intensität in diesen ersten Wochen. Das hat man auch diesmal gemerkt. Aber sie haben sich gut integriert, sind da super gut mitgelaufen und so nach 5 Wochen konnte ich ein sehr positives Fazit ziehen. Wir sind dann ins Spielerische übergegangen, haben gleich
Das erste Testspiel sehr, sehr gut gespielt. Das zweite am Tag danach war dann ein bisschen mau. Da hat man gesehen, dass es doch viel Arbeit gibt. Haben dann das erste Turnier in Bad Nauheim relativ souverän gewonnen. Sind dann voller Elan ins Trainingslager. Haben dort gegen den EHF-Finalisten Salo sehr klar gewonnen mit 9 Toren. Und da ist aber der erste Wermutstropfen passiert, weil Genia sich in einer wunderbaren Angriffsaktion, wo sie eigentlich alles richtig gemacht hat, den Ball ins Kreuzeck geschmiedet hat, ist sie leider auf dem Fuß des Gegenspielers gelandet, ist umgeknickt und hat sich einen doppelten Bänderriss zugezogen, sodass die Diagnose war 2,5 Monate. Und das hat uns wirklich geschockt, die ganze Mannschaft. Weil wir sehr viel Wert in diesem Jahr auf die Jungen legen wollten, speziell auf Genia und auch Sonja Frei. Und das war sicherlich ein Rückschlag, speziell auch für sie, die nach der langen Kreuzbandverletzung gekommen ist und sich jetzt nochmal mühevoll ranarbeiten muss. Gleich danach, 2-3 Tage später, hat sich Nadja Nagorna ja noch verletzt. Die hat eine Muskelverhärtung, eine sehr hartnäckige im Oberschenkel gehabt, ist uns da auch 2 Wochen ausgefallen. Die Jugendlichen hatten auch leichte Probleme, das war ganz klar, weil wir sind extra mit einem Perspektivkader ins Trainingslager, hatten 4-5 Jugendliche mit dabei, die auch mal nicht nur das Training, sondern auch die Spiele, Einsatzzeiten bei uns in der ersten schnuppern sollten, weil wir ja auch bewusst in diesem Jahr den Kader mit 15 Leuten kleiner gehalten haben, damit von den Jugendlichen jemand eine Chance hat. Wir haben einen Bonusplatz. Es ist so, dass man jetzt neuerdings in der Bundesliga 16 Spielerinnen auf den Spielberichtsbogen setzen kann. Das bedeutet, dass immer eine Jugendliche, die sich entsprechend übers Training empfehlen kann, den Finger nach oben zeigt, die Chance hat, in den Bundesliga-Kader aufzurücken. Wie gesagt, das haben wir bewusst so gemacht und würden uns sehr freuen, wenn die Jugendlichen das entsprechend annehmen würden. Es war dann leider Gottes so, dass wir bedingt durch die leichten Blessuren, die wir da hatten, bei der Genia ein bisschen schwerer, in das Turnier in Schmelz und auch die Spiele danach mit teilweise nur 8 Spielerinnen reingehen konnten. Und das war dann eine enorme Belastung. Ich hatte bewusst ein Turnier mehr gespielt, mehr Testspiele angeordnet, eben um auch die Jugendlichen, eben auch den Perspektivkader ganz viel spielen lassen zu können. Und genau da haben wir dann das Problem bekommen, dass die 8 Spielerinnen, die ständig auf der Platte sein mussten, dann doch überfordert waren und an ihre Grenzen gehen mussten von der Belastung her. Das heißt, ich habe dann zwischendrin sogar nochmal ein paar Spielerinnen, bei denen es besonders schlimm war, nochmal für 2-3 Tage nach Hause geschickt und gesagt, jetzt regeneriert nochmal anständig. Um dann jetzt die letzten 1,5 Wochen uns wirklich konzentriert auf das erste Bundesligaspiel vorbereiten zu können. Wir sind jetzt einigermaßen wieder komplett, bis auf Genia. Haben dann trotzdem das Problem, dass das noch jemand aushelfen muss, damit wir 6 gegen 6 entsprechend die Taktik üben können. Und genau das wird jetzt nochmal die nächsten 2 Tage intensiviert. Und wir wollen dann topfit in dieses erste Bundesligaspiel gehen und wir freuen uns auf diese Saison. Wenn ich nochmal so einen Generalüberblick mir erlauben darf, das ist sicherlich so, dass die alten Verdächtigen stehen auch diesmal wieder in vorderster Front. Man muss sicherlich wie üblich mit dem großen Favoriten Leipzig rechnen, die ja eigentlich dadurch, dass sie die letzten 2 Jahre nichts geholt haben, sicherlich in einer riesen Titelpflicht sind. Buxtehude hat sich mit Marcel Aden nochmal verstärkt am Kreis, sind von der Breite her aus meiner Sicht schon wie in den letzten Jahren sehr, sehr gut aufgestellt, werden ganz, ganz ein heißer Titelkandidat sein. Natürlich wollen auch wir nichts freiwillig herschenken, da braucht man gar nicht drum rum reden, wenn man die letzten 2 Meisterschaften gewonnen hat. Dann gehen wir mit dem Ziel da rein, unseren Titel zu verteidigen, aber ich betone es nochmal, die Titelpflicht ist ganz woanders, wir haben den Willen, das zu tun. Und das soll der entscheidende positive Punkt für uns sein. Natürlich wollen wir auch im Pokal diesmal wieder ins Final Four. Auch das ist ein Ziel, das wir für die neue Saison ausgeben wollen. Und wir wollen definitiv den ersten Champions League Sieg landen. Für alle, die es mitbekommen haben, wir haben sicherlich eine sehr, sehr schwere Gruppe mit dem Titelverteidiger. Dann wahrscheinlich mit Viborg, die sich aus meiner Sicht durchsetzen werden. Und wer dann die Wildcard gewinnt, das muss man sehen. Speziell Zvezda Zvenigorod hat nochmal total aufgerüstet, hat nur mit Alexandra Lacrabert und einer brasilianischen Linksaußen nochmal 2 absolute Topstars dazugeholt. Und die haben ja auch schon dieses Turnier hier in Bad Urach gewonnen vor 2 Wochen. Darum denke ich, dass die der Favorit sein werden in Paris bei dieser Wildcard für den 4. freien Platz in unserer Gruppe. Ich betone es nochmal, wir freuen uns auch da. Vor allem, weil wir auch den Titelverteidiger haben, weil wir eine sehr schwere Gruppe haben. Wir wollen uns mit den Stärksten messen, das ist unsere internationale Aufgabe. Und Ziel muss es sein, auch da einen Schritt nach vorne zu kommen.
Wir haben ja gesagt, wir wollen den DAC oben in der deutschen Bundesligaspitze etablieren. Ich denke, das ist uns gelungen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da sind wir angekommen. Wir wollen natürlich auch international zeigen, dass die Bundesliga in der Lage ist, anständig mitzuspielen. Und da, denke ich, haben wir im Vergleich zum letzten Jahr nochmal was gut zu machen. Es war für uns letztes Jahr ein großes Abenteuer, das wir gern angenommen haben. Jetzt müssen aber auch die ersten zwei Punkte her. Das hat sich die Mannschaft auf die Fahnen geschrieben und ich hoffe, wir können das auch bringen. Wenn ich meinen Kader so angucke, so muss ich sagen, dass ich aus meiner Sicht, dass wir die richtige Mischung gefunden haben. Ich hatte ja vor der Saison gesagt, unser Konzept muss dahingehend ausgerichtet sein, dass wir entweder ganz, ganz junge Spielerinnen holen, die wir uns selber dann in unserem Sinne erziehen können, auf unseren Leistungsstandard bringen können. Und da möchte ich als Paradebeispiel Sonja Frey erwähnen, die daherkommt als 18-jähriges Mädel und die also eine Vorbereitung gemacht hat, wo man nur mit der Zunge schnalzen kann, die in allen Belangen nicht nur überzeugt hat, sondern begeistert hat. Und das ist jemand, da geht das Herz eines Trainers auf und ich denke auch der Fans auf. Wir werden sicherlich mit ihr noch sehr, sehr viel Spaß haben. Sie soll ja beide Positionen, links außen und Mitte Aufbau auch begleiten und sie war für mich eine wahre Pracht in dieser Vorbereitungsphase. Sprich, diese jungen Talente, die wir ranführen, da rechne ich auch noch die Genia mit dazu. Ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich wieder im Boot ist. Und dann aber auf der anderen Seite versuchen, nicht Mittelmaß zu nehmen, sondern wenn, dann etwas, was auch uns von der Erfahrung her, von dem gestandenen Dasein nochmal weiterbringt. Und da nehme ich als Beispiel jetzt die Anja Althaus, ohne die anderen drei Neuzugänge vernachlässigen zu wollen, die diese internationale Erfahrung mitbringt, die auch weiß, wie spiele ich in der Champions League, die uns auch da hoffentlich nochmal einen Impuls geben kann, nicht nur gegen Viborg, ihrem ehemaligen Verein, sondern allgemein. Und auch da sehe ich einfach einen Qualitätszuwachs, der unsere Mannschaft weiterbringen wird. Bevor ich jetzt das Wort an meine langjährige Partnerin, was das Handballfeld betrifft, Katrin Engel, weitergeben will, wir haben sicherlich zusammen die meisten Jahre auf dem Buckel, hoffe ich natürlich, dass wir einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommen und ich hoffe speziell auf ihr Kreuz, weil sie hat Rückenprobleme, die sie schon sehr lange mit sich rumschleppt. Sie ist jemand, der nicht jammert, sondern der einfach tut und ranklotzt. Aber ich weiß und ich mache mir da wirklich Sorgen um sie. Ich hoffe, dass sie sich da durchbeißen kann. Sie ist so ein bisschen momentan, oder ihr Rücken ist unser Sorgenkind. Ich hoffe, wir kriegen das in den Griff, weil wir ja speziell auch Vorteile auf dieser so wichtigen Rückraumrechtsposition in den letzten Jahren hatten. Darum sicherlich auch die Unterstützung von der Anna Groß, die ja auch erst 21 ist, aber die noch Zeit braucht, um sich vor allem auch an die Härte der Bundesliga oder des DHCs zu gewöhnen. Darum denke ich, dass schon wieder auf sie eine Riesenaufgabe zukommen wird, ohne jetzt hier Druck erzeugen zu wollen. Aber da hoffe ich, dass vor allem ihr Kreuz hält, weil wir wollen sie ja noch lange Jahre genießen. Und darum würde ich jetzt ganz gerne das Wort an die Katrin übergeben, wie sie die Vorbereitung, die Saison und alles, was da so kommt, sieht. Ja, ich sage auch erstmal Hallo. Ich spreche jetzt mal aus der Spielersicht und nicht aus der Trainersicht. Diese Vorbereitung war wie immer anstrengend, mehr oder weniger für den einen und für den anderen, das hat Hörbi schon gesagt. Die 12 Kilometer haben wir, ich würde sagen, ja, dieses Jahr ganz gut absolviert. Klar gab es den einen oder den anderen, der vielleicht nicht so fit in die Saison gestartet ist, aus welchen Problemen oder Gründen auch immer, das ist nicht so. Aber dennoch gab es auch für mich bei den 12 Kilometern Überraschungen und viele Leute, die da mitgelaufen sind, wo ich gedacht habe, eigentlich so fürs erste Mal, Respekt, nicht schlecht, muss man schon den Hut vorziehen. Vorbereitungsspiele, das erste Spiel ist natürlich gegen Most, war ja ein wunderschönes Spiel für uns alle, weil es war das erste Spiel. Da gehst du natürlich mit ein bisschen, total viel Wille, Freude und Spaß und wie auch immer geht man daran. Vor allem, weil es auch, ich glaube, das erste Mal war, dass wir den Ball auch dann in der Hand hatten. Und ja, beim zweiten Spiel war es dann schon ein bisschen so, aha, schon das zweite Spiel, jetzt kennen wir schon Most, jetzt wissen wir schon, wie die sind. Das war dann schon ein bisschen zu sehen, okay, wie ist es, wenn du schon ein zweites Spiel hast, ein drittes Spiel hast, wie funktionieren die Spielzüge, haben wir überhaupt schon da Spielzüge, sind schon welche vorhanden und wenn, wie funktioniert das, wenn jetzt plötzlich jemand Neues neben dir steht. Also es ist ein schwerer Weg, den wir, glaube ich, durch diese vielen Saisonspiele, Vorbereitungsspiele, Turniere, ich glaube, gut bewältigt haben. Natürlich
immer irgendwo zwickt und zwackt und da muss man einfach mal dann ja, einfach mal abwischen und weitermachen. Wenn es geht, wenn es nicht geht, dann sollte man natürlich die Pause machen, die der Körper dann natürlich braucht für die Regeneration und für die Zeit, die man dann wieder braucht, um fit zu sein. Ja, wir freuen uns jetzt alle auf das erste Saisonspiel. Wir haben ja, das letzte Spiel gegen Bad Wildungen, an das sich, glaube ich, keiner von uns erinnern möchte und auch keiner mehr so richtig weiß, wie es gelaufen ist. Der letzte Test, der war jetzt wohl, ich glaube, mit das allerschlechteste Spiel, das wir diese Saison hatten, bis jetzt hatten. Und ich glaube, oder ich hoffe natürlich, dass wir jetzt am Samstag ganz anders dastehen werden, weil wir wissen, jetzt fängt die Liga an und das ist was anderes, als wenn man nur so ein Freundschaftsspielchen macht. Wir wollen Gas geben, wir wollen natürlich 2 Punkte einfahren. Wir sind zu Hause, wir freuen uns auf die Fans. Die Halle wird hoffentlich krachend voll sein, wie immer. Und wie Herbie schon gesagt hat, wir schauen alle mit den Füßen und wollen als eigentlich schon, dass morgen schon Samstag ist, damit es morgen dann schon einfach losgeht.